Ich habe bei meinem Miele-Backofen einen gebrochenen Bolzen im Scharnier. Bei der Gelegenheit auch festgestellt, dass ein Bolzen hier vorne, der in diesem Stück hier gelagert ist, ausgeschlagen ist. Und deswegen mache ich jetzt auch die zweite Seite. Die erste Seite habe ich schon instand gesetzt. Und ich wollte zeigen, wie ich das mit der Feder hier gemacht habe, weil das nicht ganz trivial ist. Ich habe eine große Schraubzwinge genommen und mit der nächsten habe ich die zusammengedrückt, damit die Feder hier reingedrückt und dann, das kann ich gleich nochmal bei dem anderen Teil zeigen, das hier ist jetzt unter Spannung, da will ich jetzt nicht anfassen, schiebt sich hier dieser innere Vierkantstift hier nach innen und kann dann hier, da gibt es so kleine Nasen, wird ausgehakt und dann bin ich mit dem Schraubenzieher von hier oben rein und konnte diesen Teil dann einfach nach oben rausheben und dann kann ich jetzt die Feder nach hinten entspannen und das auseinandernehmen. Ich zeige euch das hier nochmal, wie das hier aussieht. Also hier gibt es so zwei Nasen und die werden eingehängt hier hinter. Und wenn man die Feder entsprechend weit genug zusammendrückt, dann kann man diese Nasen so weit reinschieben, dass man dann dieses Teil hier nach oben rausheben kann und damit ist das dann auseinandergebaut. Hier vorne waren die Bolzen raus, da sind jetzt Schrauben drin und hier unten das Loch hier war auch in diesem Teil hier stark ausgeschlagen. Das habe ich einfach zugeschweißt, das Loch. Vorher die Position des Lochs hier an der Fräse angepeilt und dann einfach rausgenommen, zugeschweißt, wieder reingetan mit Anschlag, gleiche Stelle und dann das Loch wieder reingebohrt, glatt gefeilt, eingebaut. Das hält jetzt bestimmt wieder 30 Jahre und so ein Scharniersatz kostet 150 Flocken, also das lohnt sich, glaube ich, schon. So, als nächstes habe ich diesen Pin hier unten am Bandschleiferplan geschliffen. Das ist ein 4 mm Pin, den treibe ich raus. Da kommt hinterher eine Schraube rein und dann komme ich an den hier drin liegenden Pin ran, den da, der an dem ausgeschlagenen Loch ist. So, den Stift habe ich rausgeholt und zwar habe ich den auf der einen Seite, wie gesagt, abgeschliffen. Dann ein bisschen mit dem Dorn und auf einer Mutter liegend rausgeklopft. Und dann habe ich den hier in den Schraubstock eingespannt. Dann das Teil halt immer gedreht, gedreht und dann ziemlich dicht hier drüber und dann den Flachschraubenzieher hier zwischen das Teil und die Backe und dann, während ich das hin und her gedreht habe, gehebelt und so habe ich den rausbekommen. Und jetzt geht es dem hier an den Kragen und wenn wir den raus haben, dann seht ihr auch, warum ich das auseinanderbauen will und was ich da schmeißen will. So, das Loch hier ist das Problem, das ist ausgeschlagen. Und ich spanne das jetzt hier ein, wenn es dann aufgeht. Und gucke mal, ob die Lochposition passt zu dem Vorgängerteil. Und dann schmeiße ich das zu und setze das Loch einmal nach. Bei dem anderen Teil war das noch stärker ausgeschlagen, aber hier sieht man auch, dass offensichtlich der Pin, der da drin war, auch schon irgendwie zuge Schliffen ist zu so einem spitzen, unrunden Teil. So, einmal kurz blank geschliffen und von beiden Seiten zugeschweißt. Jetzt spanne ich das wieder ein und bohre das Loch einfach wieder durch. So, da setzen wir jetzt das Loch nach. Das sieht gut aus. Einfach gerade mit der Feile das überschüssige Schweißnaht weggenommen. Und jetzt wird es einfach mit Schrauben wieder zusammengesetzt und die Feder wieder eingespannt. So, damit das Ganze dann hinterher
dazwischen durchpasst, habe ich die Mutter ein bisschen abgeschliffen und den Schraubenkopf auch. Habe ich ihm noch einen Punch versehen, damit sich es nicht verdreht. Genauso weit angezogen, dass sich das noch leicht drehen lässt. Und jetzt geht's mit der nächsten weiter. So, um das Ganze wieder einzuhängen, das ist hier jetzt schon eingehängt, ne, machen wir so ruhig, habe ich die Fräsmaschine benutzt, hier unten aufgesetzt, hier ein Gegenlager, einfach einen billigen 1, 2, 3 Block. Und dann hier den Tisch hochgefahren, das so weit zusammengeschoben, dass ich dieses Teil hier einhängen konnte in das andere. Und jetzt ist das wieder unter Spannung zusammengebaut. Das war, die Kraft war so groß, dass ich das nicht hätte anders machen können als hier mit der Fräse. Der Schraubstock war nicht groß genug. Und mit dem Handschuh habe ich das hier gehalten. Das war auch einigermaßen sicher. Denn wenn so eine Feder vorgespannt auseinanderfliegt, ist immer Verletzungsgefahr. Damit sind jetzt beide Scharniere wieder instand gesetzt, können wieder eingebaut werden, halten bestimmt wieder 40 Jahre, 150 € gespart.